Your Weekly Dose of CrossFit mit einer neuen Woche. Wir befinden uns in den Testing-Wochen, das heißt, auch diese Woche gibt es was Besonderes in der Richtung für euch. Einmal aufgepasst, hier, wie ihr die Woche angehen könnt. Testings haben wir dieses Mal Dienstag und Donnerstag. Letzte Woche hatten wir das ein bisschen anders. Dienstag und Donnerstag die Testings einmal. Da könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass ihr die gut angehen könnt und dass das schön passen wird, so wie wir das haben wollen. Montag ist ein klassisches Intensity CrossFit Workout. Also ein 21-15-9 mit zusätzlichem Run. Hier solltet ihr versuchen, es gibt keinen High Skill. Das machen wir an anderen Tagen der Woche. Hier geht es darum, versuchen, so schnell wie möglich durchzukommen. Die 400 Meter laufen, 21 Walking Lunges mit Dumbbells in der Hand, 21 Box Jumps und das Ganze dann mit 15 und 9 auch noch. Da könnt ihr wirklich am Montag einmal die Sau rauslassen und versuchen, Vollgas zu geben. Und dann kommen wir in den Dienstag. Das ist ein Testing, Pain Optional heißt dieses Workout und das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das ist eins von unseren Testing-Workouts, die wir gerne wiederholen werden. Und hier geht es darum, tatsächlich skill- und kraftmäßig gleichzeitig herauszufinden, wo stehe ich gerade, was ist das Richtige für mich. Das heißt, Achtung, hier haben wir auch in SugarWatt auch wieder die Competitor-Variante reingeschrieben, weil da geht es einfach darum zu sagen, wir geben drei Lanes vor und ihr könnt entscheiden, was die richtige ist. Versucht heute in einer der Kategorien so komplett zu bleiben, um herauszufinden beim nächsten Mal, was ist das Richtige beim nächsten Mal. Das sind 12 Minuten EMOM mit 3 Front Squats, im besten Fall vom Boden aufgehoben, wenn es nicht anders geht, aus dem Rack raus und dann entweder Box Push-Ups, Ring Dips oder Muscle-Ups. Das heißt, ihr habt eine Minute für 3 relativ schwere Front Squats und die restliche Zeit dieser Minute versucht ihr zu füllen mit so vielen Wiederholungen von der Gymnastik-Variante, die für euch herausfordernd ist, wie möglich. Und dann in die nächste Minute zu gehen. Das heißt, es gibt keine Pause, außer die Transition-Pause, die automatisch da ist. Und das macht dieses Workout so interessant, so intensiv und auch so herausfordernd. Also, mit den Gewichten aufpassen, was wirklich das Richtige ist. Mit den Skills gucken, dass zum Beispiel, wenn ihr euch für Muscle-Ups entscheidet, einer pro Runde euer Ziel sein sollte. Okay? Da haben wir die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen. Viel, viel Spaß damit. Das ist ein richtig cooles Ding. Und dann kommen wir in den Mittwoch und dann machen wir ein bisschen Special Workout, bisschen Strong Man, Strong Woman Day. Unterschiedlich in Mannheim und Heidelberg. In Heidelberg werdet ihr 2 Bahnen mit dem Prowler, mit dem Schlitten fahren. Und in Mannheim werdet ihr Heavy Object, das heißt in dem Fall Heavy Slam Ball Carry vor der Brust, vor dem Bauch machen. Zusätzlich Dumbbell Push Press, Dumbbell Overhead Hold und dann Achtung Rest. Und Rest ist nicht vorgegeben, sondern Rest as needed. Die Idee ist, dass ihr diese 2 Bahnen oder diese 40 Meter, diese 15 Dumbbell Push Press und diese 30 Sekunden noch durchhaltet, durchzieht, so schnell wie möglich. Und dann holt euch wieder Luft, um in die nächste Runde zu gehen für 10 Runden. Wir haben genug Zeit eingeplant. 30 Minuten ist das Workout. Das ist ein relativ langes. Viel Spaß damit. Da könnt ihr euch auch sehr schön verausgaben und ein bisschen Gas geben beim Walk oder beim Run mit dem Prowler. Zum Donnerstag, das Wichtigste, die sind hier drin, damit man es eintragen kann. Ihr entscheidet euch für entweder oder, okay, das ist nicht beides. Ihr macht ein 5K Row oder ein 3K Run. Und da entscheidet ihr euch vorher, was ihr machen wollt. Es gibt ein schönes Warm-up und wir werden ein bisschen Gymnastic Fun an diesem Donnerstag einbauen. Also es lohnt sich so oder so zu kommen. Plus noch ein kleines bisschen Testing obendrauf. Der Freitag, Heavy Day. Und an diesem Heavy Day mit entweder Overhead Squats, wenn es funktioniert, oder wenn wir sagen, da oben Schulter zwickt oder ähnliches, machen wir Front Squats. Und hinten raus ein Midline Finisher. 6 Minuten M-Rap hinten raus, nur Mitte, Barbell Rollouts, Plate Russian Twists und L-Crunches. Da habt ihr eine ganze Menge für die Midline, damit wir die wieder schließen. Das wird ein richtig schöner Tag. Und am Samstag, weil es so gut war, werden wir wieder ein Partner-IWT machen. Sucht euch gerne einen Partner raus, wo die Gewichte vielleicht ähnlich sind, damit ihr da nicht umstecken müsst, weil es wirklich ein Ineinandergreifen sein soll. Ihr macht gemeinsam in der ersten Runde 12 Power-Cleans im I-Go-You-Go-Style. Das heißt, ich mache einen Power-Clean, der Partner macht einen Power-Clean, ich mache den nächsten. Insgesamt 12 Stück, bis ihr jeder 6 gemacht habt. Und dann komplett im Team ein Bike und 40 oder 30 Kalorien auf dem Assault Bike. Das heißt, ihr könnt aufteilen auf 20, 20, 10, 10, 10, 10. Einer macht 40, der andere macht gar nichts, wie ihr wollt. Mit einer Minute Pause und für 3 Runden.
3 Minuten Pause in den nächsten Teil, wieder I go, you go. Von den Power Cleans gehen wir jetzt in Hang Squat Cleans, also in die Hocke mit dem gleichen Gewicht wie oben, für 10 Wiederholungen, also 5 pro Partner. Und 400 Meter Run auch in Total. Also ihr geht die nicht gemeinsam, sondern ihr könnt 100 Meter der eine, 100 Meter der andere, 100 Meter der erste und 100 Meter der zweite. Das heißt, es soll eher ein Sprint-Stil sein. Könnt ihr aber auch in 200, 200 aufteilen, so wie ihr möchtet. 1 Minute Rest, 3 Runden. Und dann 3 Minuten Rest bis zum Remaining M-Rep. Und dort gibt es 8 Knees to Elbow, 8 Push-Ups, 30 Sekunden Pause. Die 30 Sekunden Pause klingt fast, als würde ich euch aufhalten wollen damit. Also als würden wir euch aufhalten wollen damit. Das ist aber ganz im Gegenteil. Das macht es eigentlich nur intensiver. Man nimmt wahrscheinlich nach jeder Runde sowieso ein bisschen Pause, aber ihr sollt jetzt exakt 30 Sekunden Pause nehmen. Und das macht es richtig lustig, um in die nächste Runde zu gehen. Und es wird super intensiv. Und Sonntag, Sunday Funday, 4, 8, 12, 16, 20, 24, so weit wie ihr kommt in 16 Minuten mit drei wunderschönen Übungen: Wallballs, Banded Good Mornings und Jumping Pull-Ups. Oder wenn ihr sagt, ich würde es mir gerne ein bisschen schwieriger bauen, Burpee Wallballs, GHD Hip Extensions, das ist die Alternative zu den Banded Good Mornings. Und auch Jumping Pull-Ups, keine Pull-Ups heute. Jumping Pull-Up ist ein eigener Skill, den werden wir alle einmal durchmachen. Zack! Ist die nächste Woche im Juli schon wieder durch mit richtig knaller Workouts, ein paar Testings mit drin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, genießt es und eine wunderschöne Woche.